So, an dieser Stelle möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie man einen defekten USB-Stick unter Windows reparieren kann. So, ich schließe dafür jetzt einen USB-Stick an. Das ist mein Kingston Data Traveler G4, der ja kaputt war und den ich jetzt reparieren konnte. Ich zeige euch das im Windows Explorer. So, hier sieht man, hier ist der Stick, den ich angeschlossen habe. Und ich kann jetzt auch wieder normal zugreifen. Ich habe hier so ein paar YouTube-Videos draufgepackt zum Testen. Naja, also das ist der Stick von Kingston. Aber ich habe hier irgendwie noch einen Wechseldatenträger L hier im Windows Explorer. Obwohl ich keinen Wechseldatenträger L hier angeschlossen habe. Und ich weiß auch nicht, wie ich diesen Eintrag hier jetzt entfernen kann. Das entstand durch meinen Reparaturversuch des Sticks. Wenn jemand weiß, wie man solche, ja, wie soll man sich da ausdrücken, diese imaginären Wechseldatenträger hier, die es gar nicht so gibt, hier aus dem Computer rauslöschen kann, das wäre dann ganz nett, wenn ihr das mal mitteilen könntet. Ja, ansonsten bleibt die letzte Option eine Systemwiederherstellung. Ich war ja so schlau und habe mir ein Systemimage angelegt, wie ich hier so weit alles eingerichtet hatte, so dass ich da nicht alles nochmal neu installieren brauche. Wie dem auch sei, um eben so einen Stick reparieren zu können, öffnen wir erstmal die Eingabeaufforderung. Hier ins Suchfenster CMD eingeben, dann mit rechter Maustaste drauf und sagen als Admin ausführen. Jetzt öffnen wir das Tool Diskpart. So. Und sagen einmal List Disk. Mit diesem Befehl werden alle sämtlichen Festplatten hier aufgelistet. So. Wir sehen Datenträger 2. Der ist online und hat 14 GB. Und das ist jetzt der Stick. Dann wählen wir in diesem Fall den Datenträger 2 aus mit Select Disk 2. So kriegen wir auch noch eine Erfolgsmeldung zurück, was in einem System eine Eingabeaufforderung eigentlich ja nicht der Fall ist. Und dann sagen wir einmal Clean. Und dann sagen wir Create Partition Primary und Select Partition gleich 1. Diese ausgewählte Partition setzen wir auf Active. Und jetzt muss das Ganze noch formatiert werden mit Format FS für File System FAT 32 in meinem Fall. Und Enter. So. Jetzt gibt er hier eine Fehlermeldung aus. Ich weiß jetzt gerade nicht warum. Sagen wir hier mal Exit. So, jetzt ist er beendet worden. Dann gehe ich mal hier wieder im Computer rein. So. Ah ja, dann sehen wir hier Enter. Klicke ich mal doppelt hier drauf und sage Datenträger formatieren. So. Also das sieht hier nach eindeutig nach dem Stick aus. Geben wir ihm mal eine Bezeichnung und Schnellformatierung und starten. Ja, wir wollen ihn formatieren. So, das, gut, ich wollte gerade sagen, das dauert eine Weile, aber da war der Formatierungsvorgang schon abgeschlossen. Und, ah ja, hier ist dieser Stick. Also mit Microsofts Diskpart-Programm kann man eben solche defekten USB-Sticks wieder flott machen. Alles klar.